Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Al Pacino Box von Alpagan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Al Pacino von Alpagan. Wir werden das Ganze mal aus der Plastikfolie befreien und dann sehen wir uns die Box mal genauer an. So. So sieht das Ganze aus. Also es hat so ein bisschen Leder bzw. so eine Reptilienoptik. Al Pacino hier in Rot-Weiß zu lesen. Oben Alpagan in Rot und Weiß. Das dürfte das neue Logo von Alpagan sein. Hier dieser knochige A, dieses knochige A hier aus diesen drei Knochen bestehend eben. Und das G, früher hatte ja Alpagan diese Pistole als Logo. Major Moves präsentiert, lesen wir hier. Ehrensache Edition. Der Verbraucherhinweis auf Englisch und Major Moves. Okay. Die Unterseite zieht diese Optik weiter durch. Auf der rechten Seite haben wir dann dieses AG. Relativ schwer zu lesen, aber es ist einfach dieses, dieses Netz, mehr oder weniger. In weiß eingefärbt, in silberweiß. Oben geht es blank schwarz weiter. Hier nochmal das Logo. Und auf der Rückseite lesen wir, was sich in der Box befindet. Also die Ehrensache Edition beinhaltet Al Pacino plus die Instrumentals, Ehrensache 1 und 2 Doppel-CD, ein T-Shirt, Sticker, Poster und Autogrammkarte. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Alles klar. Dann öffnen wir das Ganze mal. Wir haben es zu tun mit einer Clubbox. Und hier kommt uns schon der Inhalt entgegen. Das dürfte dann wohl Autogrammkarte, Sticker und T-Shirt sein. In dieser Plastikfolie eingeschweißt. Dann haben wir Ehrensache, das Album und Ehrensache 2. Al Pacino. Noch ein Sticker und ein Poster. Dieses dürfte relativ groß sein. Von innen sieht die Box so aus. Klappt mir das Ganze wieder zu. Und dann werden wir, nachdem die beiden Alben ja nicht eingeschweißt sind, aber das hier, werden wir das nochmal kurz aus dem Plastik holen und dann mit dem Inhalt starten. So, also hier noch Autogrammkarte, hier noch eine Karte und ein Major Move Sticker und ein T-Shirt. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Das ist dieses Al Pacino, was auf den ersten Blick natürlich auffällt, Super Jewel Case, sehr schön. Wir lesen hier Alpagan Al Pacino 2 CD und auf dem Cover sehen wir das halbe Gesicht von Alpagan, hier so im Schatten liegend, in schwarz und weiß gehalten. Roter Schriftzug Alpagan, Al Pacino, hier in rot und schwarz gesplittet. Und auch das Cover ist so in so einem Split-Design, erinnert sehr stark an Scarface von der Optik und von der farblichen Gestaltung. Ich glaube, das war auch beabsichtigt von Alpagan. Dann haben wir hier 12 Tracks an der Zahl und nur ein Feature angegeben, nämlich anonym. 12 Tracks an der Zahl. Ich muss ehrlich sagen, meine Favoriten sind Track Nummer 2, Mein Vermächtnis, und Track Nummer 8, Sonnenlicht. Also die haben mir sehr gut gefallen beim ersten Mal durchhören. Sowohl textlich als auch beattechnisch sehr, sehr gelungen in meinen Augen. Und dann haben wir noch CD2, die Instrumental CD. Alles klar. Von hinten sieht das Ganze so aus. Alpagan, Al Pacino, Major Moves lesen wir hier noch. Und dann werfen wir mal einen Blick hinein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. Kennen wir bereits. Dann haben wir hier, wie so oft, die Tracks einzeln aufgelistet.
inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und auch hier sowohl von der Schriftart als auch vom farblichen Design her wieder dieses Scarface-Team durchgezogen, sage ich mal. Alpagan hier auf den Straßen, gehen wir stark davon aus, auf den Straßen Berlins. Hier in Schwarz und Weiß. Weitere Tracks aufgelistet, weitere Fotos von Alpa. Immer auch hier dieses AG, sein Logo. Die letzten vier Tracks aufgelistet. Und dann haben wir hier noch die Internet. Ah nein, gar nicht die Internetauftritte, sondern die Credits. Okay, hier haben wir dann die Social Media Kanäle aufgelistet, wo Alpagan überall vertreten ist. Und dann noch, wer sich für die Fotos bzw. Art Direction verantwortlich zeigt. Gut, Booklet erledigt. Geht ja immer schön raus bei Super Jewel Cases. Und dann haben wir hier die CD. Alpagan hier in der Schwarz-Weiß-Optik auf dem Thron sitzend. Erinnert auch sehr stark an Scarface, der auch auf seinem Holzsessel auf diesem Thron dann sitzt. Und wir haben hier zwei CDs, nämlich einmal das Album und dann darunter diese CD, die Instrumental-CD. Das Ganze hier auch wieder in Schwarz-Weiß-Rot gestaltet. Hier allerdings nicht Alpa auf dem Thron, sondern nur das AG, das Logo. Und hier sehen wir wieder Thronen. Wir machen die zwei CDs wieder rein. Sieht man auch ganz selten, dass in einem Super Jewel Case zwei CDs so hintereinander gesteckt sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal der Fall war. Und dann haben wir hier Al Pacino Ehrensache. Also, es ist ein Doppelalbum und zwar hat Alpagan ja vor einigen Jahren die Alben rausgebracht, Ehrensache und Ehrensache 2. Und das ist jetzt quasi so ein redesigntes Ehrensache. Also Ehrensache hatte ja dieses Alpagan-Logo. Hier dieses, was man in der Mitte sieht, allerdings einfärbig eben. Und das wurde jetzt quasi in diesem Al Pacino-Modus neu aufgesetzt vom Design her. Wir werfen mal, okay, Tracklist haben wir keine. Ich wollte es gerade sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Tracklist. Hier lesen wir nur Ehrensache 1 und 2. Was mich extrem freut daran ist, dass auch das hier wieder ein Super Jewel Case ist. Also zwei Super Jewel Cases in einer Box sieht man echt selten. Und hier lesen wir auch wieder Alpagan Ehrensache 1 und 2. Und hier hinten dasselbe. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie das auch hier wieder zwei CDs, okay, wie das gestaltet ist. Wir haben hier wieder ein Booklet. Okay, aber jetzt. Hier haben wir die Infos der Tracks, also die Trackliste nicht hinten aufgedruckt, sondern hier. Wir haben hier die 14 Tracks von Ehrensache 1 und dann haben wir hier die Tracks. Moment mal. Ah, ja klar. Ehrensache 1 bin ich jetzt nur verwirrt, weil Ehrensache 1 hatte meines Wissens 18 Tracks, wenn ich mich nicht irre. Was sind die zusätzlichen hier zu spielen? Ah, okay, alles klar, das ist wirklich die Premium Edition von Ehrensache. Ich hatte damals, glaube ich, die Standard-CD von Ehrensache. Da ist der 18. Track der letzte, bevor ich gehe. Und die Tracks 19, 20 und 21 waren nur auf der Premium Edition. Das bedeutet, hier ist wirklich die Premium Edition vorhanden. Wir haben auf Ehrensache 1 Features von Flair, Gabby, Cool Savage, Kitty Cat, Mo Mitchell, Too Late und Sinan, nicht zu verwechseln mit Sinan G. Und dann haben wir auf der Ehrensache 2 haben wir 14 Tracks und das ist ja korrekt. Also die waren auch damals auf der Ehrensache 2 bis auf diesen Track hier. Dieser Track, Posse Track Ehrensache, der ist neu. Ansonsten die Tracks gleich. Es würde mich jetzt nur interessieren, Heimat. Der sagt mir auch nichts, der Track. Also, meines Wissens war es damals vorbei mit Falsche Freunde. Hm.
der Track Falsche Freunde, den sehe ich jetzt gar nicht. Okay, also wenn ihr nähere Infos habt zu der Tracklist oder was jetzt genau hier passiert ist, also warum zum Beispiel der Track Falsche Freunde fehlt, dann schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Der Track ist auf jeden Fall neu, Posse-Track, und ich glaube auch der Track Heimat ist neu. Also sagen wir ehrlich gesagt beide nicht die Tracks. Ansonsten haben wir Features von Jasmin Madeleine, Julian Kasperzik, PA Sports, Mersat Marashi, Emek 45, Anonym, M, Jahid, Crack Valley und Big Baba. Und dann haben wir noch den Posse-Track Ehrensache. Die Features, ja, leider sehr schwer zu lesen. Ehrensache 2 lesen wir hier noch. Beziehungsweise nur Ehrensache in diesem Fall. Und hier hinten dann noch Alpagan und wieder die Social Media Auftritte. Ehrensache 1 in Schwarz und Rot wieder vom Design. So sieht das aus. Und Ehrensache 2 in Weiß und Schwarz gehalten. Sieht so aus. Dann haben wir als weiteren Boxinhalt einen Sticker in quadratischer Form mit diesem neuen Alpagan-Logo AG. Dann haben wir einen Major Moves Sticker in, ja, im Querformat in Weiß und Schwarz, der klassische Major Moves Schriftzug. Dann haben wir diese Karte hier, Alpagan, auf der einen Seite zu sehen, auf der anderen Seite das Logo von Al Pacino inklusive Veröffentlich- oder Release-Date. Dann haben wir hier eine Autogrammkarte, allerdings, ihr seht es selbst, das kann man glaube ich sogar im Video ohne Zweifel feststellen, dass diese Karte leider nicht unterschrieben ist. Also wir haben zwei Karten, die eine sieht so aus, die andere so, aber keine der beiden ist unterschrieben. Finde ich persönlich etwas schade. Die Unterschrift ist aufgedruckt und hier hinten nochmal das AG und Al Pacino zu lesen. Dann haben wir ein Poster. Dieses sieht so aus. Also auch hier wieder sehr stark diese Scarface-Optik. Al Pacino lesen wir hier oben in roter Schrift und das Poster wieder in diesem Split-Format. Links lesen wir Alpa, rechts Chino, unten noch Major Moves zu lesen. Ja, rechte Seite blank weiß, inklusive Schriftzüge und auf der linken Seite das Gesicht bzw. die Gesichtshälfte von Alpa. Das Poster im Hochformat und einseitig bedruckt. Machen wir das Ganze wieder zusammen. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Dieses in Schwarz. Schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht. Also, schwarzes T-Shirt inklusive schwarzem glänzenden Aufdruck des Alpagan-Logos, des neuen Alpagan-Logos. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle made in Bangladesch. Schauen wir uns noch kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brust- bzw. oberen Bauchbereich dieses Logo, dieses AG, bestehend aus diesen Knochen, ebenfalls in Schwarz auf dem schwarzen Shirt. Das Ganze aber so ein, ja, glänzender Druck, deswegen sieht man das hier besonders deutlich. Auch hier im Licht spiegelt sich natürlich dann entsprechend. Sieht ganz nett aus und kann man als Alpagan-Fan natürlich gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese zwei Karten, ja, die eine Autogrammkarte, leider eben nur aufgedruckt, der Sticker, der Major Move Sticker im Querformat, der Alpagan-Logo-Sticker in quadratischer Form, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, das Doppelalbum Ehrensache und Ehrensache 2
und das Album Al Pacino inklusive Instrumentals, beides im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Al Pacino von Alpagan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alpagan unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.